Das ist kein Spielzeug. Das ist gefährlich. Okay, bist du bereit? Mama und ich haben uns vor vielen Jahren kennengelernt. An einem Ort namens Delphi House. Sie war Krankenschwester und ich war ein Arzt. Nachts haben wir uns Geschichten erzählt. Sie erzählte mir von der Zukunft. Wundervolle Dinge, die nur sie sehen konnte. Ich erzählte von der Vergangenheit, von einer Priesterin mit einem Schmetterlingsmal, die ins Feuer blickte und die Zukunft sah. Ich sagte ihr, dass sie magisch war, so wie die Priesterin. Ich weiß, du bist auch magisch, aber du musst es mir beweisen. Wähle ein Foto, dein Lieblingsbild. Und nun schließe deine Augen. Konzentriere dich. Und nun beschwöre die Kraft der Priesterin. Finde deine Mutter wieder. Lass uns sehen, ob du dein Lieblingsbild findest. Macht nichts. Du bist dennoch magisch. Sie ist immer bei dir. Bitte vergiss das nie. Selbst wenn sie nicht hier ist, so ist sie immer noch ein Teil von dir. Sieh genau in das Feuer. Wenn du in dem Feuer die Zukunft sehen könntest, was würdest du sehen? Es war nicht deine Schuld.
Okay. Miss Mason? Ich bin Sergeant Blake. Ich leite die Untersuchung. Darf ich? Ich gebe es auch zurück. Malst du sowas oft? Dem Medaillon. Die Hand gehörte einem Mann namens Cal Johar. Er arbeitete im Delphi-Haus. Ich glaube, du warst mit deinem Vater dort. Mein Vater hat da gearbeitet. Dein Vater war einer der Gründer. Er gründete das Delphi-Haus mit einem Mann namens Lucien Flowers. Dieser ist womöglich auch ein Ziel. Wir behalten das Delphi-Haus im Blick. Mit Personenschutz. Ich übernehme die Untersuchung ab jetzt. Dort ist es im Moment auch am sichersten für dich. Machen wahrscheinlich gerade Pause. Warte hier, ich gehe nachsehen.
Es ist ein schlechter Zeitpunkt, Sie zu besuchen. Ihre Behandlung befindet sich in einer kritischen Phase. Mir ist egal, was er sagt. Ich will Sie sehen. Er gab mir sein Wort. Beruhigen Sie sich. Sie sind müde und emotional. Verdammt nochmal, Rosa. Menschen sind tot. Seine Hand wurde entfernt. Wir haben weder Fingerabdrücke noch Zeugen. Wir wissen nicht, wie Sie reingekommen sind. Was machst du da? Nein, hier steht nichts. Nicht ein Wort über sie. Ist gut. Das war reine Zeitverschwendung. Sie haben sie also gefunden. Ich hätte einfach hier bleiben sollen. Da waren Frauen. Und sie trugen Masken und sie... Ja, ich sehe mal nach. Vielleicht eine Art Therapie. Wer sind Sie? Sergeant Blake. Ich leite die Untersuchung. Dr. Ballard erwartet mich. Ich bitte um Verzeihung. Wir haben viel zu tun. Sergeant Blake, Rosa Ballard. Den Chief Inspector kennen Sie bereits. Sir, das ist Erica Mason. Tut mir leid, dass wir uns unter solchen Umständen kennenlernen. Können wir irgendwas tun, damit du dich hier wohler fühlst? Ist schon okay. Ich weiß es zu schätzen. Na komm, ich zeig dir den Weg. Du erinnerst dich nicht an mich? Ich habe mit deinem Vater gearbeitet. Ich habe auf dich aufgepasst, als du klein warst. Sie kannten meine Eltern? Ja. Dein Vater hat mir viel beigebracht. Und deine Mutter war unglaublich. Brillante Schwester. So klug und witzig. Naja, wir sind da. Erkennst du es wieder? Mr. Steinbeck, der Nachtwächter, ist die Treppe runter, falls du irgendetwas brauchen solltest.